Hat's geschmeckt? Ja, bevor ihr jetzt alle in die Verdauungsstarre fallt, erzähle ich ein bisschen über den D-Keks. Ein bisschen was wir in den letzten Monaten gemacht haben, einfach nur ein paar Zahlen dazu, aber hauptsächlich das, was wir uns für die nächsten Monate vorgenommen haben. Diejenigen von euch, die schon auf dem Customer Summit waren oder auch beim letzten Bierring in Hamburg, den wird jetzt bekannt vorkommen, was ich erzähle. Die können jetzt also getrost ihr Mittagsschläfchen halten. Das ist die Topologie, so wie der D-Keks heute aussieht, schematisch dargestellt. Wir haben an den Rändern haben wir Edge-Switcher, an denen wir die Kunden anschließen. Und mittlerweile oder zum Glück haben wir so viele Kunden, dass ein Switch nicht ausreicht. Und auch nicht zwei ausreicht und auch nicht drei ausreichen. Und deswegen brauchen wir eben irgendeinen Mechanismus, um den Verkehr zu verteilen. Und wir haben eine Sterntopologie gewählt. Das heißt also, alle Edge-Switcher, an die wir Kunden angeschlossen haben, sind an einem zentralen Switch angeschlossen und der verteilt den Datenverkehr. Wir haben eine reine Layer-1-Redundanz drin. Das heißt, wie man hier sieht, auch ist natürlich die zentrale Verteilinfrastruktur ist der kritische Punkt in unserem Netzwerk auch. Wenn der ausfällt, dann sind die einzelnen Edges isoliert und nur noch die Kunden, die auf dem einzelnen Edge sind, können miteinander kommunizieren. Deswegen haben wir eine optische Schalter eingebaut, die eben bei Ausfall eines Switches, bei Ausfall von Leitungen dazwischen automatisch hier auf den Hot Standby Core dann umschalten. Mittlerweile sind über 600 Links bei so einer Umschaltung involviert und wir schalten mittlerweile auch alle zwei Monate um auch garantieren zu können, dass diese Infrastruktur und diese Ausfallsicherheit auch funktioniert. Bei uns wächst nach wie vor der Datenverkehr erheblich, zwischen 80% und 100% pro Jahr. Jetzt in der Sommerpause haben wir immer so ein leichtes Abflachen auch des Wachstums. Jetzt im Herbst hat das wieder angezogen. Ich habe gestern oder vorgestern nochmal geschaut gehabt und der Datenverkehr liegt jetzt ein bisschen über 1,6 Terabit im Peak. Wenn man sich das mal jetzt genauer anschaut, ich werde das jetzt nicht im Einzelnen durchgehen, aber das ist ziemlich genau, wie unser komplettes Netzwerk aussieht. Der Kai ist leider nicht mehr da. Kai, der ist seit dem 1.7. bei uns. Der ist der Visio-Guru und hat dieses schöne Bildchen gemalt. Hier vorne sehe ich, dass jemand, was ist denn das? Es sieht ziemlich kompliziert aus, ist es aber eigentlich nicht. Hier sieht man auch wieder die Cores. Bitte? Ja, die Schrift kann man wahrscheinlich von selbst aus der ersten Reihe nicht lesen. Ich habe ganz bewusst auch die Folie mit reingepackt, dass ihr es nachher in Ruhe anschauen könnt. Das ist wirklich im Detail aufgeführt. Hier sieht man wieder die Cores, hinter den Cores dann auch die DWDM-Systeme, hinter den DWDM-Systemen die optischen Umschalter. Auf der anderen Seite natürlich genau das Gleiche dann, wieder der optische Umschalter auch, das DWDM-System und dann hier der Edge-Switch. Teilweise haben wir eben hinter den großen Edges, das sind die Exascales, die mit bis zu 140, beziehungsweise die Exascales, die betreiben wir ausschließlich mit 10 Gigabit Ports und da wir natürlich auch Kunden haben, die auch Gigabit Ports haben, haben wir hier die alten Terascales, die sind vom Chassis her sind die identisch, können aber nicht so viele, können nur 56 10 Gigabit Ports und da hängen auch die Gigabit Kunden noch drauf. Die hängen dann teilweise hinter den Exascales. Also so sieht es aus. Hier ist dann jeweils auch schön beschriftet die Kapazität zwischen den einzelnen Edges und den Cores. Der 21er, der ist da, der hat derzeit den größten Ether-Channel, also zwischen einem Edge und dem Core haben, ist mittlerweile 460 Gigabit. Das heißt also 46 10G-Ports, die zwischen einem Edge und dem Core aufschlagen.
Was wir auch machen hier ist, ihr seht, dass hier stehen wirklich mittlerweile nicht nur zwei Switches. Das sind, ursprünglich haben wir da MLX gehabt. Der dritte Switch, den wir jetzt in den Core mit reingebracht haben, das ist dann wieder ein Force 10. Das heißt, die Ether-Channels, die vom Edge kommen, die teilen wir auf. Also ursprünglich jetzt in zwei Teile. Jetzt, wo wir den dritten dazu getan haben, dann in drei Teile. Für den Edge ist es transparent. Wir haben einen Static Ether-Channel. Der sieht es wirklich als ein Ether-Channel. Die einzelnen Cores, für die ist es auch transparent. Die sehen halt nur ein Drittel des Bündels. Die Cores untereinander sind nicht verbunden. Die haben also keine Ahnung, dass es noch weitere Switche gibt. Funktionieren kann das Ganze auch nur eben dann mit Static Ether-Channel. Die Nachteile davon, die wisst ihr eben auch, dadurch kann es dann eben auch dazu kommen, dass der Link, physikalische Link in einer Richtung funktioniert, aber nicht in der anderen Richtung funktioniert und dadurch können wir Blackholing haben. Nichtsdestotrotz funktioniert es, funktioniert auch ganz gut. Das haben wir mittlerweile auch durch Umschalten schon oft probieren können. Die Umschaltung selbst erfolgt innerhalb von 10 Millisekunden, bis es von dem einen auf den anderen umgeschaltet ist, mit Nacharbeiten. Und die Nacharbeiten ergeben sich hauptsächlich dadurch, dass sich natürlich das optische Budget zwischen den Edges und den Cores bei jeder Umschaltung dann ändert. Ihr seht es, wir haben den einen Core, der steht bei Interaction in FRA 5, der andere, der Core 2, der steht bei Telecity und die Edges, die bei Interaction dann stehen, die erfahren, für die ist natürlich das optische Budget komplett verschieden. Einmal sind es ein paar hundert Meter und im anderen Fall dann mehrere Kilometer. Macht ihr das mit integrierter WDM in Switches oder? In den Switches, also sowohl im Core als auch in den Edges, stecken DWDM-Transceiver, die das DWDM-System, das ist ein rein passives DWDM-System. Ich erzähle da später noch ein bisschen mehr darüber. Und wie gesagt, bei der Umschaltung oder was eine große Herausforderung ist, wenn wir zwischen den Umschaltungen provisionieren, wenn wir einen Channel zwischen dem Edge und dem Core erweitern, dann können wir eigentlich nur immer sicherstellen, dass das optische Budget auf dem aktiven passt, weil wir an den passiven nicht drankommen. Weil der passive ist ja totgeschaltet, da kann man die Strecke nicht durchmessen. Ja, weil die Interfaces auf dem Edge sind ja laufend im Betrieb. Erst in dem Moment, wo wir umschalten, können wir auch wirklich sicherstellen, dass die komplette Strecke vom Edge zum Core dann auch wirklich stimmt. Wir können vorher immer nur vom DWDM-System rüber messen zum Standby, dass es da passt, aber ob wirklich Ende-Ende passt, das können wir nur in dem Fall dann wirklich testen, wenn wir umgeschaltet haben. Und deswegen brauchen wir mittlerweile nach jeder Umschaltung zwischen einer halben und zwei Stunden, um die einzelnen Ports, und das sind ja insgesamt mehr als 250 Ports, da zu gucken, dass jeweils immer das optische Budget auch auf dem Interface dann stimmt. Die nächste Folie zeigt die Anzahl der Kunden- und Backbone-Ports. In Rot die Anzahl der Gigabit-Ports, Gigabit-Kunden-Ports. Da sieht man, dass es über die Zeit eigentlich stetig abnimmt. Man würde vielleicht erwarten, dass es noch stärker abnimmt, aber wir haben in letzter Zeit doch durchaus auch noch Kunden, die sich mit Gigabit anschließen physikalisch. Wir haben ja als Einstiegs-, als kleinsten Port sogar den 200-Meg-Port, der aber physikalisch auch auf dem Gig aufsetzt. Das Wachstum und das große Verkehrswachstum, das Traffic-Wachstum kann natürlich nur kommen durch den starken Anstieg eben dann 10 Gigabit. Und da sieht man hier auch, dass die Anzahl der verkauften 10 Gigabit-Ports massiv angestiegen ist. Was aber noch wesentlich stärker angestiegen ist, ist die Anzahl der 10 Gigabit-Ports, die wir intern benötigen, um den Datenverkehr zwischen den einzelnen Edges und dem Core zu schaufeln. Das liegt zum einen daran, je mehr Edges wir haben, desto schlechter wird auch das Verhältnis zwischen dem Verkehr, der lokal bleiben kann, und zwischen dem, der auf die anderen verteilt wird.
Ja, kann man sich ganz leicht vorstellen, wenn ich nur einen Switch habe, dann ist alles lokal. Wenn ich zwei habe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es lokal bleibt, 50% und die andere muss rüber. Und bei 10 ist dann schon die Wahrscheinlichkeit, dass es lokal bleibt, nur noch 10% und der größte Teil des Verkehrs muss eben dann über den Core zur anderen Seite. Und das steigt eben massiv an. Also wir haben derzeit fast 1010 Gigabit Ports, die nur dazu da sind, den Verkehr zu verteilen und nur noch die Hälfte, 500, womit wir dann Geld auch erzielen. Hier jetzt eine Folie über die Anzahl der Switches. DKIX1, das ist in Frankfurt 1 bei Interaction, DKIX2 ist Frankfurt 4 bei Interaction, DKIX3 ist bei Telecity und DKIX4 ist in der Kleierstraße. Unten bei seit ein paar Tagen muss man sagen, Level 3, früher Global Crossing, früher Fibernet, in der Kleier 90. Und wir werden auch aus der Kleier 90, da sind wir derzeit mit einigen Switches, ja mit 3, 4 Switches sogar vertreten. Das ist uns zu eng geworden, haben auch keine Möglichkeit, das weiter auszubauen. Und wir haben jetzt vorletzte Woche haben wir mit Level 3 auch einen Vertrag unterzeichnet. Wir werden in deren Datacenter in die Kleier 82 dann umziehen, wo wir wesentlich mehr Platz haben, um dann einen guten und großen Knoten aufzubauen. Die nächste Spalte ist die Anzahl der 1G-Ports, dann die Anzahl der 10G-Ports und dahinter habe ich mal aufgezeichnet, weil wir das letztens auch für die Planung für den neuen Backbone brauchten, zu gucken einfach, wie die Verkehrsverteilung ist, weil die Anzahl der Ports nicht notwendigerweise auch was darüber sagt, wie sich der Verkehr verteilt. Was hier so ein bisschen rausfällt, ich habe noch nicht geschaut, woran das liegt, ist wirklich der Unterschied, was man sieht, was hier in DKIX3, das ist Telecity, was wir an Traffic in und out haben. Ich vermute, dass das liegt daran, dass wir da vielleicht einen Kunden haben. Jetzt mal gucken, wer das ist, beziehungsweise ich kann mir schon denken, wer das ist, der eben dann heftig rausschiebt. Das sieht irgendwie nach CDN aus, der da irgendwie ist. Hier unten habe ich nochmal aufgelegt die Verteilung an Ether-Channels. Es ist ganz klar, dass Kunden mittlerweile mit einem 10G-Port dann nicht mehr auskommen. Und wenn sie mehr brauchen, besteht derzeit nur die Möglichkeit, eben die 10G-Ports mit dem Ether-Channel zusammenzubündeln. Und wir sehen, dass doch relativ viele Kunden, 57 Kunden, nutzen bereits mehr als 10G, nämlich mindestens 20G. Wir haben 15 Kunden, die dann im 30G nutzen und so weiter und so fort. Und die wirklich unsere High-End-Kunden haben bereits auch einen Ether-Channel, der 12 Ports umfasst. Das heißt also, die blasen bereits auch oder könnten rein theoretisch bereits auch mit 120 Gig bei uns in die Infrastruktur reinblasen. Und all das zeigt schon, dass es wirklich Zeit ist, von der 10G auch wegzugehen und auf was Neueres und Schöneres, Größeres, Besseres. Hier jetzt nochmal auch die Traffic-Verteilung, wie gesagt, Peak bei 1,6 Terabit. Die Folie selbst habe ich nochmal aufgelegt. Wer gestern nochmal da war, hat den Vortrag auch vom Jan gehört. Wir haben gleichzeitig auch unser Monitoring und Traffic-Erfassung umgestellt. Wir nutzen jetzt nicht mehr SNMP und MRTG, um das Traffic zu erfassen, sondern nutzen die S-Flow-Counter, die wir ja umsonst mitbekommen, weil wir den S-Flow-Traffic auch erfassen und sind damit auch in der Lage, bis runter auf einer Granularität von 15 Sekunden die Interface-Ports abzufragen. Also man sieht, es geht hoch bis 1,6. Und in der Nacht geht es wirklich nicht mehr wesentlich unter 400, 350 ist so das Minimum, was wir derzeit haben. So, ich hatte es schon teilweise angesprochen gehabt, das, was wir derzeit an Problemen haben. Da wir eben hier im Core die Ether-Channels aufteilen müssen und nicht auf MLAG gehen wollten. MLAG wäre die andere Möglichkeit gewesen,
diese Switche untereinander zu verbinden und dann wirklich auch den Ethernet-Channel zwischen allen angeschlossenen Geräten wirklich als LACP-LAC zu fahren. Aber wenn man das macht, dann muss man dafür sorgen, dass zwischen den beteiligten Switches, die dem auf der, ich nenne es mal auf der Serverseite sozusagen, den LAC bilden, dass jeweils auch genug Kapazität da ist, um da eine Lastverteilung vernünftig hinzubekommen. Und da wir grundsätzlich auch ein Freund davon sind, die Sachen möglichst einfach zu machen, haben wir uns entschlossen, auch das bei dem Static zu lassen und in Kauf zu nehmen, dass es ab und zu einer Blackholing-Situation kommen kann. Blackholing kommt in der Regel nur dann, wenn eben ein Interface nicht sauber funktioniert. Ja. Zum Glück ist das in der Vergangenheit nicht zu oft vorgekommen. Es ist vorgekommen und leider ist das Debugging der Situation dann sehr, sehr lästig und aufwendig, weil durch die Lastverteilung des Datenverkehrs dann auch auf verschiedene Leitungen das Problem als solches auch sehr schwer zu identifizieren ist, weil man nicht grundsätzlich sagen kann, dass eine IP-Verbindung zwischen Source und Destination gestört ist, sondern es hängt auch noch davon ab, welcher Port dann jeweils ausgewählt wird, weil Source Destination ist nicht ausreichend für die Lastverteilung, sondern die Ports spielen auch noch eine Rolle, über welchen Link das denn landet und letztendlich welche beiden Ports auf A und B Ende jeweils davon betroffen sind. Zum Glück haben wir dazu auch euch und auch die DKIX-Kunden, die dann immer leicht feststellen, dass es da irgendwo klemmt und sagen, boah, da kann was nicht stimmen, schaut bitte mal nach. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir nicht wirklich eine Lastverteilung auch machen können. Und wir wollen hier von dieser Active Hot Standby Situation auch weg und bevorzugen eigentlich, wenn wir Redundanz haben, auch Lösungen, wo wir die komplette Infrastruktur auch nutzen können. Das heißt also ein Ansatz, wo wir alles das, was wir an Distribution Switches zur Verfügung haben, möchten wir gleichzeitig eben nutzen können. Das heißt also, das ist das, was wir uns wünschen, wie es in Zukunft aussehen soll. Es sieht eigentlich von der Topologie her, sieht es gar nicht so viel verschieden aus. Wir bleiben nach wie vor im Prinzip bei der Sterntopologie. Das Einzige, was wir wirklich ändern wollen, ist, dass wir das, was wir als Verteilstruktur oder als Core haben, dass wir das dauernd nutzen können. Und wir möchten alle Links zwischen den Edges und den Core nutzen könnten. Wir möchten LACP nutzen könnten. Wir werden dann von den 2N, werden wir auf ein N+1 oder N+2 Redundanz dann im Core gehen. Wir brauchen zusätzliche Redundanz im Core, brauchen wir. Ein Gerät kann immer ausfallen, muss manchmal auch ausfallen können im Sinne, dass wir ihn außer Betrieb nehmen, um eben zum Beispiel ein Software-Upgrade machen zu können. Oder eben auch ein Problem dann tiefer analysieren zu können, sodass wir den nicht online lassen können, wenn wir das Problem identifizieren. Jetzt gehe ich mal gerade noch zurück. Wenn wir so eine Topologie natürlich einführen, dann bislang hatten wir keine Notwendigkeit, uns irgendwie über Spanning Tree Gedanken zu machen, weil Schleifen überhaupt nicht auftreten können. Bei der Situation können natürlich dann schon Schleifen auftreten, weil ich dann durchaus das Problem habe, mich darum dann kümmern zu müssen. Das heißt also, ich muss bei der Implementation der neuen Topologie muss mir Gedanken machen, wie gehe ich das an. Im Wesentlichen gibt es da drei Möglichkeiten. MPLS, VPLS. MPLS ist gut bekannt, wohl eingeführt, das funktioniert, ist aber nicht das, was wir denken, was für einen Internet-Austauschpunkt das Richtige ist, weil wir wissen, wie wir Ethernet-Frames durch die Gegend schieben können. MPLS würde für uns zusätzliche Komplexität auch bedeuten und es stehen noch andere Sachen zur Verfügung, das ist der Short Path Bridging oder auch Trill. Und wir haben uns so ein bisschen in dieses Vogelfutter verliebt, Trill, und darauf will ich jetzt in der nächsten Folie ein bisschen weiter eingehen. Trill
ist die Abkürzung von Transparent Interconnect of Lots of Links, ist, wenn ich das so salopp formulieren darf, eigentlich eine Weiterentwicklung von dem Spanning Tree Protokoll. Beim Spanning Tree Protokoll ist eben die Topologieerkennung, die ich auf Layer 2 Ebene im Ethernet habe. Da ich bei dem Layer 2 Datenformat habe ich kein Time to Live. Deswegen muss ich dafür sorgen, dass meine Datenpakete, die ich da auf die Reise schicke, dass die in keine Schleife reinkommen. Weil wenn die in die Schleife reinkommen, dann bleiben die für ewig in meinem Netzwerk drin. Und insbesondere bei Broadcast-Paketen, die sich ja bei jedem Durchgang durch ein Layer-2-Device dann vervielfachen, führt es dann zu den bekannten Broadcast-Stürmen, die mein Netz dann runterbringen. Das heißt also, ein Spanning-Tree garantiert mir zwar, dass ich mein Netz betreiben kann, verhindert aber auch, dass ich Redundanzen nutzen kann. Jeder von euch weiß, dass man Spanning Tree dann erweitert hat, um zum einen die Konvergenz zur Zeit zu erhöhen. Da habe ich Rapid Spanning Tree, da hat man gesagt, wäre auch schön, wenn ich verschiedene VLANs habe, dass ich wenigstens einen Teil meiner Redundanz nutzen kann, und da habe ich per WLAN Spanning Tree und so weiter und so fort. Aber es ist alles nicht wirklich so das Gelbe vom Ei. Trill macht jetzt Folgendes. Trill setzt für die Topologieerkennung auf was Bekanntes auf, nämlich nutzt da ICE-ICE, um eine Topologieerkennung zu machen. ICE-ICE deswegen, weil ICE-ICE im Prinzip von der drunterliegenden oder von der Adressnutzung unabhängig ist. Ne? Und gesagt, die bekannten Mechanismen, die ich auf Layer 3 auch habe, wo ich auch Redundanzen nutzen kann. Und das Weitere, wie das denn funktioniert, das kommt auf den nächsten Folien dann auch. Neuer Begriff ist eben der R-Bridge, der Router, Routing Bridge. Das ist eben dann das Layer 2 Device, was in der Lage ist, dann Trill zu sprechen. Und der Ansatz von Trill ist im Prinzip ganz einfach. Das, was wir bei der Entwicklung auf der Layer-2-Ebene auch schon kannten. Früher haben wir das einfache Ethernet-Frame gehabt. Da hat man gesagt, okay, ich möchte eine stärkere Segmentierung auch in meinem Layer-2-Netzwerk. Man hat VLANs eingeführt. Man hat die VLANs in der Art und Weise eingeführt, dass es rückwärtskompatibel ist, zum bestehenden Standard ist. Hat das VLAN-Tag nach innen hingepackt, sodass die Geräte, die das VLAN-Tag nicht verstehen, trotzdem den Ethernet-Frame weiter forwarden können. Und genau dasselbe macht man hier auch bei Trill. Man macht nichts anderes, man nimmt den Ethernet-Frame, packt da noch was davor, packt dann nochmal wieder ein Ethernet-Destination und Source und Ethertype davor und hat dann wieder ein Datenpaket, was wie ein Ethernet-Frame aussieht, und schiebt es einfach durch das Netzwerk durch. Das heißt also, Trill macht nichts anderes. Ich muss nicht alle Geräte in meinem Layer-2-Netzwerk upgraden, sondern nur die notwendigen, und dies halt nicht sprechen. Die leiten trotzdem das Datenpaket weiter durch. Wie bei VLAN aber auch, haben die natürlich nicht die Möglichkeit, dann das Trill, mit dem Trill-Paket was anderes anzufangen, als einfach durchzuleiten. Das Ganze also nicht rauspoppen an der Stelle. Wenn es dann am Ende ausgekommen ist, da ist irgendwie eine R-Bridge, die versteht, was Trill ist, die dekapsuliert und schickt es dann ans Endgerät wieder durch. Hier nochmal dann bildlich auch dargestellt. Ich habe mein Native Frame, packe davor die Informationen zu der Egress R-Bridge, Ingress R-Bridge, und hier kommt jetzt der Hopcount rein, der dafür sorgt, dass ich dann auch eine beliebige Topologie haben kann und auch Redundanzen nutzen kann, insbesondere auch, dass ich dann Load Balancing machen kann. Und davor packe ich in gewohnter Weise, das ist sozusagen dieses hier, ist meine Payload für ein Ethernet-Frame, meine Destination R-Bridge MAC-Adresse, Source R-Bridge MAC-Adresse, den VLAN-Teil, ein Trill Ethernet-Type, und fertig ist wieder mein Ethernet-Frame und schicke es einfach auf die Reise durch mein bestehendes L2-Netzwerk. So, wenn ich das dann aufzeichne, hier nochmal das Bild, was wir vorhin schon mal gesehen haben. Die Edge-Devices müssen auf jeden Fall alles R-Bridges sein. Wir hatten uns beim ersten Designentwurf hat man gedacht, okay, wie schaut es aus mit dem Core, und hatten gedacht, naja,
Da können wir vielleicht ganz dumme, schnelle Switches reintun. Die müssen ja nichts anderes können. Da brauchen wir keine Port Security. Die brauchen auch kein S-Flow können. Das sind also vom Ansatz her, können das wirklich im Prinzip billige, dumme, schnelle, starke Teile sein, sonst müssen die nichts können. Leider stimmt das nicht, weil wir hier die Lastverteilung auch machen können, müssen die hier in der Mitte auch drillfähig sein. Ansonsten, wenn sie es nicht wären, würden sie, wie hier in dem Beispiel, würden sie genau 4 MAC-Adressen sehen, nämlich die MAC-Adresse von Arbridge 1 bis Arbridge 4. Das heißt also, zum Hashen hätten Sie genau die Informationen über 4 MAC-Adressen zur Verfügung, mehr nicht. Und damit kann das Load Balancing dann nicht funktionieren. Das heißt also, hier drin, das müssen wirklich auch Arbridges sein, sodass Sie die Möglichkeit haben, tiefer in das Frame reinzuschauen, die Informationen dann aus dem Native Frame auszuwerten, um wirklich ein vernünftiges Load Balancing dann machen zu können. Gehe ich nochmal gerade zurück. So. Der weitere Ansatz ist hier, das hatte ich ja gesagt, eine Ursache dafür, dass ich so eine hohe Anzahl an Interconnects in meinem Netzwerk habe, ist auch der Umstand, dass ich viele Switches an einem Standort habe. Wir haben gesehen, dass in der Kleierstraße wir schon drei oder vier Switches haben, die nebeneinander stehen und dass Datenverkehr von einem zum anderen dann über den Core wandern muss. Deswegen ist unser Ansatz auch zu sehen, dass wir Kunden an einem Standort wirklich auf einem Switch dann unterbringen können. Und wir träumen dann schon von Switches, die so in der Lage sind, naja, wenn sie 1010 Gigabit Ports könnten, wäre das schon was, was uns gefallen würde, oder Äquivalenten, dann eben die entsprechende Anzahl von 100 G-Ports. Also wenn man 100 G-Ports auf einem Switch haben könnte, wäre das schon nett. Weil der Datenverkehr hört ja nicht, nächstes Jahr auch zu wachsen. Und das, was wir jetzt an Technologie oder den nächsten Sprung, den wir machen, der sollte dann schon mindestens einmal für 3-4 Jahre sollte erreichen, dass wir da auch weiter wachsen können. Weil wir haben auch nicht unbedingt Lust dazu und auch nicht die Zeit, jedes Mal die ganzen Switche wieder auszutauschen mit Unterbrechungen und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite, wie gesagt, die Edges, die sollten so groß wie möglich sein. Die in den Cores, die Switches, die sollten allerdings idealerweise so klein wie möglich sein. Warum das? Ich hatte gesagt, die müssen vom Ansatz her ausfallen können, zum Teil, weil Geräte einfach auch ausfallen, zum anderen auch, weil wir sie in Wartung nehmen wollen. Und jedes Mal natürlich, wenn eines ausfällt, ist die Kapazität der angeschlossenen Leitung dann weg. Das heißt also, die restliche Kapazität muss dann ausreichen, um den Datenverkehr aufnehmen zu können. Und je weniger ich Switches ich im Core habe, desto höher ist die ausgefallene Bandbreite, wenn einer wegfällt. Von daher, da der Wunsch, möglichst kleine Switches zu haben und idealerweise wäre eigentlich, dass jeder Switch im Core genau eine Datenleitung von einem Edge aufnimmt. Werden wir sicherlich nicht erreichen können, aber irgend so ein Kompromiss, wahrscheinlich so zwischen 6 und 8 Switches dann im Core zwar. So, hier jetzt mal, wie viel Zeit habe ich noch? 5 Minuten noch. Ja. Jetzt geht's los. Die nächsten Folien zeigen das im Detail, was ich eigentlich schon erzählt habe, wie das funktioniert. Da gehe ich jetzt mal durch, weil ich noch einen Teil habe, der auch das Optische eingeht. Also das war jetzt alles, was ich erzählt habe auf Layer 2. Unten drunter, anfangs hatte ich schon gesagt, dass wir derzeit ein rein passives optisches Netzwerk betreiben. Das ist wirklich aus den passiven DWDM-Multiplexern, 32-Kanal-Multiplexern kommt es raus. Da ist keine Magie dazwischen, das geht dann auf die Datenleitung drauf, auf der anderen Seite wieder. Und damit hat es sich. Unglücklicherweise ist es so, dass mit der 100-Gigabit-Technologie können wir den Ansatz nicht weiter verfolgen, weil die Distanzen, die wir derzeit mit 100G erreichen können, einfach das nicht hergibt. Das heißt, dann werden wir uns was anderes einfallen lassen müssen. Deswegen werden wir also vom passiven optischen
Netz weggehen auf was Aktives. Und dieses aktive optische Netz muss natürlich neben den 10G dann auch 100G klarerweise unterstützen. Und wir stellen uns da auch Equipment vor, was in der Lage ist, dann bis zu 80, 100G Links über eine Dark Fiber übertragen zu können. Schematisch sieht es denn so aus. Ich hätte gesagt, oben haben wir die Cores, die in Betrieb sind. Wir haben hier ein Bündel von N mal 100G Links, 100G LR, haben dann hier eine Box, die die Konversion macht von LR auf DWDM, übertragen das dann hier über das optische Netzwerk, auf der anderen Seite kommt es raus und ist dann hier an den Edge angeschlossen. Welche Möglichkeiten gibt es eben, ein 100G-Signal zu übertragen? Das edelste ist über die sogenannte kohärente Technologie mit kohärenten Transceivern, wo wir wirklich 100G pro Wellenlänge übertragen. Das ist eine komplexe Technologie und hat dementsprechend auch seinen Preis. Hier steht zwar, dass es verfügbar ist, erst in 2012, de facto ist es aber Stand heute auch schon verfügbar, zumindest von den hochpreisigen Herstellern. Die andere Alternative ist, das über aktives DWDM mit 4x25G zu übertragen. Wir nutzen dann 4 Wellenlängen, um eben das 100G-Signal auf dem DWDM erzielen zu können. Dieser Ansatz ist eben weniger kostenintensiv und wir hoffen auch, dass wir da Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres dementsprechend die Technologie auch zur Verfügung haben. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich auch direkt in den Endgeräten das DWDM nutzen zu können. Ja? Also das DWDM wird bei 100G so und so auf 10x10 dann übertragen derzeit und man könnte sich vorstellen, dass man das Frequenzspektrum, was man hat, an 80 Kanälen dementsprechend so tuned, dass man sagt, okay, den Frequenzbereich nutze ich für das einmal 100G, den anderen Frequenzbereich für den anderen 100G. Wird natürlich dazu führen, dass man sein passives Equipment weiter nutzen könnte, würde aber auch bedeuten, dass man sehr unflexibel ist, weil man jeden einzelnen Transceiver muss man mehrfach halten, und man ist immer genau darauf angewiesen, dass man den Transceiver auch zur Verfügung hat. Es bedeutet auch kleinere Stückzahlen, weil jeder sozusagen handgefertigt ist oder eben tunbar ist. Und das ist sicherlich auch ein kostenintensiver Ansatz. Auf der Kundenseite wird man 100G-Base LA oder einen 10x10 MSA-Ansatz sicherlich verfolgen, der dann eine Reichweite von 2 Kilometer erlauben wird. Wenn wir das Ganze dann zusammenfügen, dann haben wir hier einmal unser aktives optisches Equipment, binden da auf der Edge-Seite dann die neue Infrastruktur mit dem 100G an, die bestehende Infrastruktur mit den 10G und werden dann im nächsten Jahr, hoffentlich ab Mitte nächsten Jahres, dann so eine sanfte Migration machen können von der bestehenden Topologie auf die neue Infrastruktur und denken, dass wir dann in 2013 soweit sind, dass wir alle stehen haben. Der Hauptgrund, wie gesagt, warum wir das machen wollen, ist, dass das mit den 10G bei uns nicht weiter skaliert. Der andere Grund ist, dass Kundenanfragen, ihr hattet es gesehen, wir haben bereits heute schon 2 Anschlüsse, die jeweils mit 120G reinkommen, da wird einfach die Nachfrage nach 100G kommen und wir wollen da keine 100G Insellösung aufsetzen, sondern wenn wir das auf Kundenseite auch 100G fähig machen, dann soll auch das gesamte Netz gleichzeitig auf 100G aufgerüstet werden können. Okay, ich hoffe, ich bin nicht hinten jetzt zu sehr rausgelaufen. Fragen dazu? Vielen Dank, Arnold. Hat jemand Fragen an Arnold? Gut. Alle noch im Mittagskoma? Okay, dann vielen Dank, Arnold.